Hey Team, mein Name ist Tom. Ich bin heute hier verabredet in der Fränkischen Schweiz mit meinem Freund Gürel. Der holt mich heute mit dem Van ab und wir werden heute ein bisschen an die Kletterwand gehen. Weißt du, wo bleibt der denn? Gürel? Gürel! Ach, guck mal! Da ist er! Da ist er! Hey, mein Bester! Hey, Tom, na, was geht? Was geht? Alles cool? Alles klar. Geht's gut? Ja, wie geht's dir? Gut, Mann. Ich hab so Bock. Ich bin so ultra reif. Und ihr kommt natürlich auch mit. Geil, Mann. Ey, ich freu mich. Ich freu mich. Endlich wieder unterwegs sein. Wie lang ist es jetzt her? Oh, knapp ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Da waren wir in Schottland. In Schottland. Wir haben uns da kennen und schätzen gelernt. Seitdem haben wir eine Verbindung und es ist mega cool. Ja, also eigentlich bin ich ja Erzieher. Bin jetzt nicht hier so ganz in meinem Metier, aber ich liebe es halt einfach so Challenges irgendwie für mich zu finden und dann über seine Grenzen hinauszuwachsen. Und ähnlich wie bei dir ist es so, dass mich am meisten draußen fasziniert ist eigentlich das Fotografieren selbst, aber natürlich auch dieses körperliche Überwinden oder an seine Grenzen zu kommen. Und das wird ja jetzt auch so sein. Deshalb bin ich sehr gespannt. Für mich ist es halt echt eine ganz, ganz große persönliche Challenge einfach, dass ich da an so einer Wand halt einfach hochkraxe, ne? Oder es versuche zumindest. Ich glaube, es ist auf jeden Fall so mit nur einem Bein, ist es gar nicht so einfach. Aber für wenn ich es schaffe, dann schaffst du es. Für mich auch eine Challenge. Ich stelle mir es relativ schwierig vor, aber wir werden sehen und bin gespannt, auch ein paar Ängste zu überwinden, ehrlich gesagt. Und deswegen freue ich mich echt drauf. Und wir sind ja heute nicht allein unterwegs, ne? Wir haben ja auch noch unsere beiden Mädels mit dabei, die Celine und die Michelle. Beiden Gewinnerinnen, ja. Und ich bin gespannt, ob die Erfahrung haben oder ob die das schon mal gemacht haben. Keine Ahnung, vielleicht ist es für uns alle das erste Mal mit Klettern. Und geil, ey, ich freue mich. Das wird auf jeden Fall geil. Ey, ich freue mich Let's auch. Let's go. Let's go. Mein Name ist Tom Belz, ich bin 34 Jahre alt und ich hatte mit 8 Jahren einen sogenannten Osteosarkom, einen Knochenkrebs, der mir zwar mein linkes Bein gekostet hat, aber nicht meinen Lebensmut. Ich habe zwar nur ein Bein, aber dieses Bein ist für mich persönlich keine Entschuldigung. Ganz im Gegenteil, es ist für mich ein Grund, erst recht alles einmal erneut auszuprobieren. Hi, ich bin Gürel Şahin, 39 Jahre alt, Abenteuer- und Landschaftsfotograf aus Kaiserslautern. Die Natur, sie pusht mich, inspiriert mich, bringt mich körperlich an meine Grenzen und genau dann bin ich am kreativsten. Hat jetzt auch lang genug gedauert. Ich könnte jetzt auch mal da sein. Hier links, ne, ist das. Ah, hier steht's auch. Ja. So. Ich lasse mich natürlich nicht zurück. So, Tom, jetzt haben wir es geschafft. Da sind wir. Guck mal, da oben wird es ein bisschen lichter. Ah, guck mal, da ist es. Oh. Hey, mega. Yes! Woo! Alter! Yes! Müssen wir da hoch? Nee, ich glaub, wir müssen noch mal kurz um die Ecke da vorne. Ich glaube, da wird es ein bisschen. Da ist unser Spot. Oh, ich höre dich schon. Wir sind ganz nah. Oh, schau nicht ums Eck. Hallo! Hey! Ja, hey. Sehr gut angekommen. Hi. Ja, voll! Hi, Tom! Moin, hi, Markus. Markus! Oh. Hi, Tom! Hi, 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 hi Michelle! Hallo, Tom! Hi, Celine! Hi, Michelle! Hallo, hi, sehr schön! Ja, wir sind hier gerade, ziehen gerade schon mal die Gurte an. Ja. Gleich seid ihr dran. Gurte gebe ich euch und dann geht's gleich direkt an die Wand. Ist das der Felsen? Das ist ein Felsen, ja. Nein, ist das. Ich sag's die Wand, an die wir gehen. Nee. Nein. Wir gehen rüber. Rüber. Genau, ist ein schöner Turm, bisschen länger, abenteuerlicher. Stark. Ja. Seid ihr aufgeregt, Mädels? Ja, voll. Also ich bin noch nie am Fels so geklettert. Ne? Ja, und ich war noch gar nicht klettern. Deswegen. Markus, bist du aufgeregt? Ich habe alles voll unter Kontrolle. Hast du Angst vorm Klettern? Ich habe nie Angst. Tom, los geht's. Ja, geh mal her, darf den Schinken. Anziehen. So, also so liegt der optimal zum Einsteigen. Dann zapp dann einmal bis nach oben. Und an den Beinen kann ruhig ein bisschen Platz sein, dass du Bewegungsfreiheit hast, dass man eine Hand zwischenpasst. Deswegen, das passt auch so ganz gut. Passt auch zu den Schuhen. Danke dir. So, hier zieh ich fest. Genau, ja. Mal ruhig noch ein bisschen strammer ziehen. Okay, da rein. Thank you.
Jawohl, Tom. Einmal oben drauf. Komm, Celine. Yes! Geschafft! Also es ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Also, wow! Es ist wirklich ein toller Sport. Und ich warte jetzt gerade noch, bis Gurel, Michelle und Celine hier hochkommen. Ich denke, die schaffen das jetzt auch gleich. Mal gucken. Jawohl! Sehr gut! Yes! Rüber, ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf die Michelle warten. Jawohl! Sehr gut! Sehr gut! Das ist eine geile Erfahrung. Und meine Finger haben es mitgemacht. War gar nicht so schlimm. War nicht so schlimm, ne? Der Anfang war vom Klettern am schwersten und irgendwann zwischendrin war es von der Höhe krass, aber wenn man sich konzentriert, ist es geil. Und bei dir? Bei mir war es auch, am Anfang war es schwer, aber irgendwann hat es dann echt gut funktioniert. Also Finger tun weh, aber sonst mega. Feeling bei dir? Ja, mega anstrengend, vor allem hier so einmal rumzuklettern, aber voll gut jetzt hier oben angekommen zu sein und es geschafft zu haben. Alle happy. Dann heißt es jetzt zurück zum Van. Ein glorreicher Tag geht zu Ende. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, dem Team hat es auch Spaß gemacht. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, war eine mega Erfahrung. Mega cool. Mega. Wir werden jetzt noch ein Teechen trinken, die Aussicht vor allem genießen und den Abend einfach ausklingen lassen. Das war's von diesem Trip.